Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, zuletzt in der letzten Aufnahmesession, das ist ja wieder eine neue, das heißt, es ist für mich ein paar Tage her. Genau, dieses hier. Sind wir umgezogen und haben uns dann mit unserer Vergangenheit konfrontiert gesehen. Ja, und haben ein paar von Straussens Eiern, ehemaligen Gläubigern hier auseinandersetzen müssen, dürfen, können. Und da gibt es auch ein paar neue, um die wir uns kümmern dürfen. Ich hoffe, dass da nicht wieder so tiefe menschliche Schicksale noch mit dran gekoppelt sind. Und ich habe mir auch die Folgen angeschaut und habe jetzt dabei festgestellt, wir sollen einfach des Nächtens wieder zum Büro vom Meister Bürger kommen. Ja. Lars Dietrich. Ja, okay, boy. Ich habe gar keinen Hut auf. Warum habe ich keinen Hut auf? Moment, das müssen wir ändern. So. Ja. Das heißt, wir werden versuchen, das jetzt anzugehen und zu tun. Was ist los mit dir? Warum? This don't look good. What happened? Real bad. It's everything inside me burns. Here, drink up. Oh, thank you. Reckon I was done for there. Das kann dir immer noch gleich passieren. Was hast du getan? I had a bite of that plant over there, and it hit my guts like a freight train. It's that little one over there with the pink flowers. I'd stay well clear of that if I was you. Oh, yeah. Yeah, I think you've sold me on that plan. Tell me about it. Selber. Ja, gut, okay. Den kennen wir ja schon. Ja. Bin ja gespannt, was uns der gute Strauß da diesmal wieder hingebrockt hat. Ja, und im Stream habe ich dann auch, auch mal gesagt, ich würde gerne mal in die Tall Trees reiten, um zu gucken, ob mein Lieblingspuma an meiner Lieblingsecke auch in der Story schlummert. Das wäre sehr praktisch, weil ich ja definitiv für den Trapper noch ein qualitativ hochwertiges Puma-Fell und ähnlichen Spaß bräuchte. Die Frage ist nur, wann in der Story werden wir das mal tun, dass wir uns so ein klein bisschen von der Gruppe absetzen, weil ich kann jetzt ja eigentlich nicht von der Gruppe weg, solange John im Gefängnis sitzt. Das wäre ein ziemlicher Arschloch-Move. Auch wenn John mal in der Vergangenheit sich von seiner Familie abgesetzt hat und Arthur ihm das ein bisschen übel nimmt. Jetzt sieht mal einer, guck, da ist auch ein Trapper mit einem Gemüse. Good to see you again. Ach, das ist der gleiche Trapper. Das heißt, ich... Quality hide makes the hardiest clothes around.
gehe davon aus, dass man bei dir das gleiche Zeugs kaufen kann. Genau. Thanks, Mister. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht durchschauen, weil bei, da haben wir ja schon jetzt hier Jäckchen und so. Und die Jabs. Da ist jetzt nichts Neues dazugekommen, weil wo soll es auch herkommen? New Hanover, ich gratuliere uns zu einem Kopfgeld von $440. There, boy. Ich sollte mir definitiv auch von der Gruppe eine kleine Auszeit gönnen. Vielleicht ein bisschen irgendwo hingehen, wo es schön warm ist und wo mich vielleicht noch gar keiner kennt. Schwestern. Also ich bin stimmlich ein klein bisschen angeschlagen, wo das herkommt, keine Ahnung. Aber der eine oder andere hört es vielleicht. Dann haben wir da noch eine fremde Person mit auf der Karte. Die. Ah ja. Auf jeden Fall einen Meinungsverstärker mit. Ich meine nicht, dass wir nicht sowieso ohnehin zwei Meinungsverstärker in der Tasche hätten. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please, I... Up here, it's him. It's too late. Warm up, we shoot on sight. I clear off, sir. Shit. Well, seeing as I'm here, I'll do what I can for you. Naja. You're dead. Na. Ja, komm. Ja, das ist blöd für dich. It's all right, my darling. You can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket. For the debt.
Damn the dad. Just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... Nein, du vergisst es. Ich hab nur schon genug Scheiße auf den Schultern und zu verantworten. Dass ich treib hier die Schulden anderweitig ein. So viel kannst du Stuart gar nicht geschuldet haben, wie ich hier Kohle in der Tasche habe. Brief an wen? Ja, und da ist die Arznei wieder zurück, die wir schon hatten. Moment, wir haben einen Brief gefunden. Von Vater an Martin. So. Schauen wir mal, wie das mit dem Lesen klappt. Lieber Martin, du musst dein Temperament unter Kontrolle bringen. Dein Verhalten beim Mittagessen letzte Woche war verabscheuungswürdig. Und wie du mit dem Gesicht, mit dem Geistlichen und mit Mrs. Hillcourt umgegangen bist. Sie ist eine Witwe. Er ist ein Mann Gottes. Und sobald du was getrunken hast, redest du so mit ihnen? Denn deine Mutter war entsetzt. Ich war so beschämt. Wenn du so etwas auch in der Öffentlichkeit machst, dann wirst du eines Tages noch umgebracht. Das kommt vor, ja. Ich erwarte Besseres von dir. Wir haben dich zum Gentleman erzogen. Nein, fahrt. Tja. Nicht sehr ganz leider, Mann. Aber dafür jetzt ziemlich tot. Also von dem her, er wurde erschossen. Und sein Vater hatte recht. Ob das nun mit seiner Schreierei oder seinem Benehmen zusammenhängt. Ich glaube, so viel Gelegenheit hatte er gar nicht. Vielleicht sind das so dann auch die letzten Aufträge, die ich für Mr. Strauss mache. So, dann sage ich mal dem Pferd, dass wir folgen sollen. Ein Stückchen die Straße runter, war eine fremde Person. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Warum scheut das Pferd hier? Was hat das denn? So, aber was ich machen sollte, war ein bisschen was essen. Vielleicht mal so ein bisschen was. Ja, gut. Passt. Ja, selbst essen wird schwierig. Also, TBC ist eine Krankheit, die wird einfach nicht mehr besser werden. Ja, ist ja gut. Edith Downs. Ach ja, das war die Dame. Pferd, das da im Lager drin steht, schaut das fast so aus, als würde da ein Elch oder ein Hase oder irgendwas getragen, mit weißen Punkten über den Horn. Schaut witzig aus auf der Minimap.
Can you help? Mal schauen. So. Sir, some help. Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. A different it took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Schauen wir doch mal. Das ist gar nicht so weit weg, wo wir von da, wo wir den Bären erledigt haben. Du kannst froh sein, dass der legendäre Bär hier jetzt nicht mehr wohnt. Ah, da unten ist ein gesatteltes Pferd. Gesatteltes Pferd ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt für ihn. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das von den Karsköpfen da oben ist, aber das schaut fast so aus, als hätte es ein Holzbein in der Steigbügel hängen. Zumindest hängt da irgendwas. Dann schauen wir mal zu, ob wir den Angry Clapper hier irgendwie wieder zu seinem ebenfalls etwas verbitterten Härchen zurückbringen können. Soweit waren wir ja schon vor ein paar Metern, Arthur. Dass wir wussten, dass er da ist. Easy does it, eh? You better calm you down. Easy. You're okay. So, was bist denn du für ein Pferd? Ein niederländisches Warmblut. Okay. Dann probieren wir gar nicht mal das Pferd zu reiten. So, die Frage, kriegt das ein Holzfuß da selber raus? Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. So you better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. No matter how big and strong you are. Arthur, der Pferdeflüsterer. Die Farbe gefällt mir nicht, aber so gut, Boy. Wenn ich reite jetzt auch nicht unbedingt mit dem schönsten Pferd der Welt rum, zumindest ist das meine persönliche Meinung. Die Leute aus Saint-Denis sehen das alle ein bisschen anders. We ain't far now. Nothing gonna spook you here. Come on, you're not so nasty. I found him. You're a good man, mister. Naja. Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil got him. Hey, you want to hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball.
Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. Young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish. Enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great, so between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Ja, das werden wir sehen, ob wir uns sehen. So, aber gemeinsam angeln gehen, ein paar Spots zu kennen, kann definitiv nicht schaden. So. Okay, es wird dunkel. Wovon auszugehen war das nächtens? Wir haben irgendwie noch... Okay, wir gehen erst zu dem guten Mann und dann schauen wir wegen Edith und zwischendrin eventuell auch noch mal. Ob wir zum Bürgermeister geladen sind. Okay, there, boy. Ja, wir haben zumindest jetzt mit unserem Pferd die höchste Verbundenheit erreicht. Was auch schon mal definitiv nicht schlecht ist. Die Hunde haben wir jetzt alle kaputt gemacht. Die Fälle, ganz egal wie gut die mal waren, jetzt sind sie scheiße. Da haben wir keinen ordentlich erwischt von den Tierchen. Muss ich mal sagen, das hat im Stream gestern besser geklappt. Ja, komm her, du Feigpferd. Man kann es immer noch zumindest irgendwie zu Geld machen. Wenn auch nicht mehr zu viel. Also, aber die Fälle reichen in dem Fall. Die Hunde brauche ich nicht. Und dann noch den letzten zerschossenen Hund. Ach, der wohnt da vorne in der Hütte wahrscheinlich, die wir da bei der Bärenjagd durchsucht haben. Das heißt, wir haben einem armen Krüppel seinen Scheiß geklaut. Nee. Shit happens. Dafür haben wir ihm jetzt ein Pferdchen gebracht, sehen wir es mal als Vorausbezahlung. Hey, boy. Yeah. You're a good boy.
There, boy. You okay, boy? Yeah, you all right there, boy? Okay, also er sagt, er ist ein sehr guter. Hier Napfblasen. Hätte ich vielleicht mit euch reden sollen? Ich glaube nicht. Irgendwie habt ihr nicht so den Eindruck gemacht, als wärt ihr auf eine Unterhaltung aus und hättet eine Warnung entgegengenommen. Das war ganz schön hinterhältig von euch, muss man sagen. Mal, wer Oha ist. Da haben wir die Einladung von Henry und Obadiah hinten. So, das Kopfgeld können wir jederzeit, vor allem auch tagsüber, eintreiben. Obadiah weiß ich nicht, der scheint auch nur nachts da zu sein. Ja. Aber mit dem Bürgermeister haben wir schon angefangen. Obadiah habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Dann schauen wir mal, ob wir das überhaupt zeitlich nach Sordini schaffen. Oder ob uns da jetzt wieder so viel dazwischen kommt, dass der Bürgermeister dabei ist. Dann können wir immer noch weiterreiten und uns das Kopfgeld krapschen. Nicht das Kopfgeld, das Dingsgeld. Die Schulden von Strauß eintreiben. Sowas. Das ist das Problem an nachts. Ich würde ja jetzt lagern, wenn jetzt hier nicht irgendwelche Zwischenquests wären, die ich nachts erledigen müsste. Ich meine, John werden wir auch jeden Fall noch irgendwo aus dem Gefängnis rausholen müssen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wann wir das machen werden, aber wir werden das tun. Sobald wir keine weißen Quests mehr auf dem Schirm haben. Ich meine, wir sind hier ein ganzes Kapitel weitergekommen. Es gibt tatsächlich Möglichkeit, hier Quests nicht mehr machen zu können im Verlauf des Spiels. Und das fände ich sehr schade, auch wenn ich jetzt nicht alles einsammle, was ich sammeln kann. Vor allem Karten und Knochen und so ein Spaß. Dann möchte ich zumindest Teil oder Großteil von den Sidequests mitnehmen. Ja.
Vielleicht sind wir da auch zwischendrin mal oder anfangs. Der Fuchs ist uns voll in den Weg gelaufen. Da kann ich ja jetzt mal gar nichts dafür. Der schaut schön rot aus. Der hätte mal ein gutes Fell haben können. Aber wenn er so unter die Hufe kommt, dann ist da natürlich nichts mehr gut dran. Schweinchen haben wir ja schon ein paar gute. Schaut eigentlich so aus, als hätte es gerne was zu fressen. Ich weiß noch nicht, ob wir inzwischen wieder Möhrchen gefunden haben. Schaut nicht danach aus. Wir sollten mehr Möhrchen pflücken gehen. Damit wir immer genügend zu fressen für unser Pferd haben. Okay, there, boy. Was für ein Scheißwetter. Ich kann euch vielleicht bis zum gewissen Grad berühren, wirklich viel sehen tue ich auch nicht und mir beim Reiten zuzuschauen ist jetzt nicht die größte aller Freuden, weil ich stolpere mich hier auch mehr oder weniger einfach dagegen. Was? Tier eines Spur eines legendären Tiers? So, jetzt seht ihr was. Moment, das geht jetzt vor den Bürgermeister. So ein legendäres Tier ist definitiv wichtiger. Da drüben, da. So. Wir haben hier die Bolt Action. Das könnte der Krokophant sein. Oh, mir ist warm. Okay. Trail. Trail's been here a while. So, okay, wir müssen hier definitiv aufpassen. Dass wir nicht von anderen Krokodilen vernascht werden. Also vernascht werden ist immer nie so schön. Ein Kadaver. So, okay, und wo geht die Spur nun weiter? Gar nicht, weil ein paar Napfnasen meinen, sie müssten $15 kassieren. Und wie wir sehen, wir sind im Revier von dem großen Krokodackel.
Gut, wie sich das mit dem Krokodil und mit den Kopfgeldjägern, gut ist mit den Kopfgeldjägern vorherzusagen, das ist jetzt nicht weiter schwierig, aber wie das mit dem Krokodil ausgeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal und tschüss.